Hi Leute, ja. Ja genau, ihr wolltet ja den kleinen Pupser hier öfters sehen. Und ja, jetzt habt ihr ihn. Jetzt seht ihr ihn und ja. Er hat einen schön dicken Bauch. Er ist gut ge. Ja, lol. Gut genährt und möchte sich gerne verpissen. Und ja, ich habe jetzt noch ein paar Tipps, wenn ihr auch so einen Vogel findet. Oder besser gesagt, so ein Babyvogel findet. Wenn ihr so einen Babyvogel findet, was ihr dann so machen könnt. Und zwar das erste ist natürlich in die Hand nehmen und ihm Wärme geben. Das sieht dann so aus, also damit er Wärme hat. Dann geht ihr am besten ins Tierheim, wenn ihr es selbst aufpäppeln wollt. Dann müsst ihr ins Zoogeschäft gehen und lebende Würmer kaufen. Dem könnt ihr das dann so geben. Der macht dann immer so den Mund auf, streckt sich so nach oben und macht den Mund auf, so ganz, ganz weit, so richtig weit auf. Und ja, dann kann man dem die Würmer geben und dann gibt es so ein spezielles Auf. So ein spezielles, ja, wie soll man sagen, Pulver, was man mit Wasser verrührt und dann in eine Spritze tut und das dann ihm gibt, wenn er den Mund so aufmacht, dass er damit zeigt er halt, dass er Hunger hat. Und immer schön die Hand drauf halten. Und wenn ihr den mal nicht in der Hand haltet, dann in Waschlappen. Und ja, damit es auch immer warm hat. Und Wärmelampe ist auch immer gut. Nur legt dann, legt da ein Thermometer drunter, damit ihr wisst, welche, wie heiß es da drunter ist. Und ja, das waren eigentlich die drei Tipps dazu. Und ja, jetzt habt ihr den nochmal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag schaffe, ihn aufzunehmen, den kleinen Moppi. Aber auf jeden Fall jeden zweiten Tag. Und ja, bis er groß und erwachsen ist. Und ja, ihm ist kalt, deswegen mache ich jetzt ein bisschen so. Und ja, dann würde ich. Ja, mal kurz rein, so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder gleich wieder. Ja, nee, morgen wieder. Und dann. Tschüss.